Das Gehäuse des neuen iPhone 7 und iPhone 7 Plus ist nicht nur jetzt in Schwarz erhältlich, sondern auch erstmals wassergeschützt. Dieser Wasserschutz ist natürlich nicht dazu da, mit dem Gerät tauchen zu gehen, sondern ist dazu gedacht, dass es keinen Schaden nimmt, wenn es versehentlich mal ins Wasser fällt. Und theoretisch könnte man es vielleicht auch mal mit zum Duschen nehmen. Laut Spezifikation hält es 30 Minuten in bis zu 1 Meter Wassertiefe aus. Viele iPhone-Nutzer haben Angst, dass sie mit dem 7er Modell nie wieder Musik hören können, weil hier keine Kopfhörerbuchse eingebaut ist. Das ist natürlich nicht so. Musik wird bei diesem Gerät über den sogenannten Lightning-Anschluss übertragen. Und dafür braucht man jetzt nicht zwingend neue Kopfhörer zu kaufen, denn Apple legt sogenannte EarPods bei. Die haben bereits einen Lightning-Anschluss, der natürlich perfekt hier hineinpasst in die Ladebuchse. Der Klang von den Kopfhörern ist akzeptabel. Wer eigene Kopfhörer mit besserer Klangqualität verwenden möchte, kann das auch machen. Ich habe hier zum Beispiel meine Lieblingskopfhörer mitgebracht mit Klinkenanschluss. Und für die hat Apple dem iPhone 7 einen Adapter beigelegt. Der kommt dann einfach auf den Klinkenanschluss und wird in die Lightning-Buchse gesteckt. Einen klanglichen Unterschied konnte ich da nicht hören. Wer gar keine Lust mehr hat auf Kabelsalat, kann mit dem iPhone 7 natürlich auch Bluetooth-Kopfhörer verwenden. Die gibt es von verschiedenen Herstellern und ab Ende Oktober auch von Apple, die sogenannten AirPods. Kosten 179 Euro und lassen sich durch ein einfaches Aufschnitten ihres Aufbewahrungskästchens mit dem Gerät koppeln. Dann kann man sie aus diesem Kästchen rausnehmen und Musik hören. Die kleinen AirPods haben Sensoren eingebaut, die erkennen, wenn sie in die Ohren gesteckt werden. Und durch ihre etwas gewölbte Form sollen sie auch besonders gut in den Ohren halten, wenn es mal richtig heftig zur Sache geht. Die AirPods klingen deutlich besser als die mitgelieferten kabelgebundenen EarPods vom iPhone 7 und die Akkuladung der Kopfhörer hält etwa 5 Stunden. Wenn ich sie dann in dieses Kästchen zurückpacke, kann ich die AirPods etwa 4-mal neu aufladen, bevor dieses Kästchen ans Kabel muss. Die wichtigste Neuheit beim iPhone 7 Plus ist die Doppellinsenkamera. Sie hat ein Weitwinkel- und ein Telewinkelobjektiv und dadurch wird ein digitaler Zoom bis zu 10-facher Vergrößerung möglich. Es gibt einen Zoompunkt in der Kamera-App und wenn ich den hin und her bewege, kann ich Motive näher ranholen und eben wieder weiter herauszoomen. Die Ergebnisse beim Fotografieren machen einen wirklich sehr guten Eindruck.